FIFA 17, Folge 107. Willkommen zurück. Ja, meine Freunde, es geht weiter und es läuft richtig gut, das wisst ihr. Ich habe eine Woche Pause gemacht, aber ich denke, das wird dem Ganzen keinen Abbruch tun. Paslak nutzt seine Chance. Schauen wir mal. Heißt was in dem Fall? Paslak nutzt seine Chance. Das gestrige Spiel mag zwar nicht besonders bedeutsam gewesen sein, spannend war es trotzdem allemal. Und so weiter und so weiter. Ich denke, da wird, das ist mir jetzt zu viel, das könnt ihr euch meinetwegen durchlesen, macht halt kurz Stopp. Ich denke, da wird halt Paslak gelobt. Ja. Siegreich gegen den Rivalen. Okay, City ist das allerdings, das sind nicht wir. Spieler des Monats, Torwart. Ja. Müssen wir mal gucken, jetzt schauen wir mal nach den E-Mails. Nachricht von Spieler, danke für die Chance. Schon wieder Paslak. Vielen Dank, Trainer. Es war wirklich toll, dass Sie mir die Chance gegeben haben, zu spielen. Kein Thema. Allgemein würde ich ganz gerne mal wissen, wie es denn aussieht mit Auf- und Abwertungen. Allgemein gesehen. Da mal, der ist langsam auch, der geht so ein bisschen hinter Donnarumma unter, aber das darf man, glaube ich, nicht aus den Augen verlieren. Ganz ehrlich. Ist ein bisschen schwierig zu sehen, was jetzt ohne mein Zutun die Aufwertung bekommen hat. Vor allem, wenn man eine Pause immer mal wieder macht, dann ist es echt schwer. Ich sehe jetzt aber nichts, obwohl Torwart. Oder war das Bailey, der noch nicht nach oben ging? Ach, Bailey war das. Ich dachte, einer von beiden war nicht 80. Tim Kuhn geht hoch. Aber das ist mehr zum Verkaufen. Ward lässt nicht, sich nicht lumpen. Marcus Rashford. Aber das war doch jetzt eine Aufwertung. Der war doch kein 81er, oder? Der war doch mit Dings zusammen ein 80er, oder? Mit Mitrovic. Oder täusche ich mich da so sehr? Ich glaube, der hatte eine Aufwertung. Ich glaube, 81 ist... Vielleicht täusche ich mich, aber ich habe jetzt gerade überlegt. Ich weiß es nicht genau. Machen wir mal das Training so oder so. Aber der ist ganz frisch aufgewertet worden. Ich glaube, das ist neu. Was ich natürlich toll finde. Keine Frage. Machen wir da noch ein bisschen weiter. Alles klar. War es natürlich nicht, was ich wollte. Roberts darf auch nochmal. Dann machen wir mal das da. Vielleicht macht er es besser. Wollen wir es hoffen. Ja, wow. Alles klar. Das fängt ja sauber an. Das fängt ja geil an. Paslak sieht aus, als steht er kurz vor der Aufwertung. Das werden wir mal versuchen zu triggern. Machen wir halt mal ein leichtes Training. Das machen wir zwar regelmäßig, dieses hier, aber... Vielleicht gibt es ja nicht wieder F. Müsste eine Aufwertung sein. Nein. In dem Fall doch nicht. Damit. Was haben wir denn sonst noch anzubieten? Ich wäre vor Kovalenko. Ist nie verkehrt. Wenn er sowas macht. Meinetwegen machen wir mal durchsetzen. Warum nicht? Ja, natürlich. Also das ist ja nicht normal. Das hatte ich noch nie. Was ist denn jetzt los auf einmal? Machen wir nochmal Dolberg. Keine Ahnung, was das jetzt gerade Kopffällen wolle. Das klingt gut. Was ist denn, was gerade los ist? Das hatte ich noch nie. Das waren 3 F von 4. Ja, natürlich. Wow. Glitscht das gerade? Oder ich glaube, ich spinne. Schaut euch das mal an. Das ist ein Screenshot-Wert. 4 Fs von 5. Wow. Alles klar. Das habe ich noch nie gesehen, sowas. Ganz ehrlich. Das habe ich noch nie gesehen. Wie sieht denn der Kalender aus? Watford freue ich mich ja drauf. Tim Krul müsste das spielen. Ich glaube, das ist der einzige, den ich dahin verkauft habe. Ganz sicher bin ich allerdings nicht. Ich glaube, aber dem ist so. Tim Krul, aber den habe ich so früh verkauft. Der hat nicht wirklich zu uns dazugehört. Aber trotzdem erinnere ich mich gut daran. Ich glaube nicht noch, dass es nochmal ein Training gibt vorher, oder? Okay, ja, das war klar. Das ist Grant Henley. Ja, dann soll das bleiben lassen. Ich habe zumindest meinen guten Willen bewiesen. Dann lässt es halt sein. Ich habe gerade überlegt, nicht wundern, dass ich mal kurz die Aufstellung wieder richtig bauen möchte. Die gehört ja so hin. Genau. Muss ja schon seine Richtigkeit haben. Diouf ärgert mich in letzter Zeit ein bisschen. Ich bin nicht so zufrieden. Ich weiß auch nicht. Das passt alles.
Ja, das passt. Müssen wir dann aber bei der anderen Ausstellung auch machen. Muss wie gesagt schon seine Richtigkeit haben. Genau. Rechtsfuß müsste auch passen. Ja, er kann auch links besser. Ja, sieht okay aus. Die Rollen wieder machen. Aber wie gesagt, das muss ja schon passen. Genau. Ich glaube, ich spiele auch mit einer Sturmspitze gegen Watford. Die waren recht gut in der Saison. Schauen wir mal. Ich könnte es mir aber vorstellen. Die sind nämlich nicht zu unterschätzen. Wir haben noch mal ein Scouting-Update. Das machen wir aber nicht jetzt. Das mache ich in der nächsten Folge. Das wird mir sonst zu lange jetzt vor dem Spiel. Wir kommen jetzt einfach zum Spiel. Das wird mir sonst, wie gesagt, zu lange. Wir sind zu Hause, also können wir eigentlich auch im Heimtrikot spielen. Allerdings haben die nicht viel Auswahl, das ist ein bisschen doof. Dann machen wir halt so und die so. Ja, das müsste gehen. Das geht. Das geht. Watford ist ja vor langer Zeit aufgestiegen und hält sich da oben wacker. Mal gucken, ob ich irgendwie ein bisschen was mitnehme zum Rotieren. Auf der anderen Seite, Watford ist wie gesagt auch nicht unbedingt zu unterschätzen. Auf da wiederum anderen Seite ist sowas wie Haidara oder so, kann man schon mal einpacken, finde ich. Oder Paslak oder so. Oder entsprechend dann jemand. Pulisic oder Dolberg. Ich bin zurzeit eh nicht so begeistert von Giroud, aber der ist ja nicht mehr aufgestellt. Obwohl Richie ruhig auch mal wieder ran darf. Schwierig. Vielleicht nehme ich mal Ward mit oder so. Der ist gerade nicht so gut drauf. Dann kann man ihn vielleicht gut drauf machen. Gio, vielleicht noch einen schnellen Mann. Vielleicht machen wir es mal so. Aber ruhig die Besten spielen lassen, weil ich habe so eine Ahnung, dass die relativ stark sein könnten. Wir müssen den Ball noch. Ah, ne, ist schon okay. Ach ja, klar, wir hatten nach dem Pokal ja schon ein Ligaspiel. Ja, dann passt es aber auch zu Hause. Ja. Sollte machbar sein. Wir haben eine Serie, das wisst ihr. Wir haben noch nie verloren. Ich möchte es nach Möglichkeit so belassen. Wird natürlich nicht ewig halten, die Serie, aber versuchen werde ich es. Könnt ihr euch sicher sein. Hi there, a Premier League game for you today. I'm Martin Tyler, and to call the action alongside me, Alan Smith. The match today is Newcastle United against Watford. Newcastle United, I think they're a good side, you know. They played very well in their away victory against Hull City. Yeah, and I think the confidence that they gained from that 2-0 win will be enough for them here today. Das ist schon ein kleines Topspiel. So die zwei Überraschungsmannschaften der Saison gegeneinander. Well, the hosts come into this game with some very good statistics for their record here at home. And it is actually unparalleled in the league at the moment. They've been banging in the goals and keeping them out the other end. 6 wins in 7 games. They're on a fantastic run, and these supporters have been privy to some really good football. Newcastle United's lineup: Gianluigi Donnarumma is the goalkeeper. Marcus Rashford is the main man up front. Ja, habt ihr ja gehört, was er gesagt hat, und das ohne Pokal, glaube ich. Ich bin mal gespannt, ob Tim Krul spielt. Glaube aber schon. Ich wüsste nicht, warum das nicht so sein sollte. Wir werden sie ja gleich zeigen. Here's Watford, and this is how they're going to line up. Etienne Capoue starts, looking to recover his form. Ja, nicht gedacht. Rounded off the team with these two strikers. Er sitzt auf der Bank, Tim Krul. Hätte ich nicht gedacht. Sie haben viel Geld gezahlt damals. Ich weiß nicht mehr auswendig wie viel, aber es war richtig viel. Ich glaube 8 Millionen oder 10 Millionen oder so. Da haben wir von Donnarumma weniger bezahlt. Ja, mir ist es egal. Aber es scheint ihre Nummer 1 zu sein. Der trägt auch die 1. Ich glaube nicht, dass sie groß rotieren. Was ist nicht. Nicht mein Problem. Bin natürlich kalt, weil ich eine Woche lang nicht gespielt habe. Aber es wird schon wieder.
They spread it out wide here. Chance to get some width into this attack. Rashford. It's looking good, this move. Die stehen dicht. Muss man ihn lassen. Jonjo Shelvey. Another turnover in play here with that interception. Mhm, vielleicht mal das Kopfballduell verloren. Tries the through pass. He's better usually at crossing. Jetzt haben wir vielleicht sogar schon die Konterchance. Defender who got there first quite easily actually. Ich habe zu lange geguckt und gewartet. Aber war auch nicht wirklich frei, also das war das Problem. And then he went, just diverted it away. Kovalenko. A penalty at the King Power Stadium, Alan McAnally. It's a penalty for Leicester City. Shots on here. Over the bar and the chance is gone. Das war nicht wirklich gut geschossen, aber der war auch bedrängt, muss ich sagen. Da konnte er nicht in Ruhe schießen. Nicht wirklich. Mason. Really trying to use the full width of the pitch here to make some progress. Ich bin ja nicht warm, das merkt man. Punched away by the goalkeeper. Finde ich schon. Well, das war's nicht, was ich wollte. Ich habe nach oben gedrückt. Supporting player ich wollte nochmal in die Mitte spielen. In comes the challenge. Well, this is how this team can play. Sustained. Attacking football, but when they lose it, as they've also done groß now, mit aufbauen ist hier gar nichts. They might get caught out. Kovalenko. And Newcastle on ja, the attack. Wie? Nimm doch den Ball an. Well, they passed their way up into a good position here, and then just lost the concentration, lost the ball as well. And they've got to work hard to try and get it back. Oh Gott. Good anticipation by. Also ich bin da nicht fit irgendwie. Ich wollte eigentlich, ich dachte jetzt kommt die Tatsache, dass es mir jetzt zu lange dauert und ich das wegdrücken wollte, damit ich schnell einwerfen kann. Aber das war schon fertig und das Drücken hat quasi den Einwurf getriggert. Und sie spielen wie League-Leaders. Ja, sie haben den Swagger über sie, Martin. Und hier ist der Schuss. Great work by the goalkeeper. Bei Messi wird ein Watford, aber tatsächlich glaube ich die Nummer 1. Ob er jetzt der Bessere ist, weiß ich nicht. Player right at him, but he's kept the ball well. Habe ich gerochen irgendwie, dass der Pass jetzt sein kommt. Das habe ich gerochen. Moving forward with some danger to the opposition now they're here. Die spielen unangenehm, da kann man nicht aufbauen bei denen. Das kann ich gar nicht mehr. This is how they love to play on the break. Ich hätte einfach schießen sollen. Ich wollte nicht einfach schießen, weil ich dachte, das wird geblockt, aber ich hätte schießen sollen. Florian Thauvin. Now it goes into the wider areas where they've got a winger waiting. Moving forward again. And Newcastle United. Slip past his man now. And the ball's got away from zum Schießen. Der letzte Schritt ist immer fehlt oder einer zu viel oder ich weiß nicht. Came in with a challenge. And it's with Newcastle ja, again. Auch wieder nach unten gezogen. Also irgendwie. Great play from the attacker. Shot on. Oh, das war. Finde ich auch. Gut gehalten. Nee, warm gespielt bin ich jetzt nicht gerade. Hat er gut gehalten, muss mir ihm lassen. Die spielen irgendwie, weiß nicht, manche Gegner liegen einem nicht von dem, System. Und die gehören irgendwie dazu. Glaube ich. Das kann man jetzt auch machen. Die machen es auch nicht besser wie ich. Weiß auch nicht, ob es bei diesen Pässen manchmal an der Passhilfe liegt oder am Gamepad, dass es ein bisschen rumspinnt. Oder dass ich den Finger zu schnell wieder wegmache vom Stick, dass die Richtung gar nicht mehr angezeigt wird, die ich eigentlich wollte. Man weiß es nicht. Das war gar nicht so geplant. Ich wollte eigentlich schießen, aber da war der Ball beim Decilio schon weg. Da hatte ich aber die Schusstaste schon gedrückt und dann hat er das draus gemacht. Das war aber gar nicht mal so übel. Der kam gemein. Oh, lustig. Der kam gar nicht schlecht. Boah, ich dachte, der kann schießen. Oh, der Kollege.
Ja, natürlich. Ja. Ich wollte gerade einen Pass spielen. Ja, das war aber Foul, Point. Wenn das kein Foul war, also dann weiß ich auch nicht. Kann man da auch einen Foul pfeifen, finde ich. Oder nicht? Finde ich schon. Ey, das gibt's ja nicht, wie ich gesagt habe. Immer so der letzte Schritt. Komm nicht zum Schießen. Hand oder was? Ah, schade, zu weit für einen direkten Freistoß fast schon, oder was meint ihr? Aber versuchen werde ich vielleicht trotzdem mal. Ich glaube, ich probiere das trotzdem mal. Der war doch gar nicht schlecht. Hat aber gut gehalten. Vielleicht ein bisschen wenig Schmackes, aber der war gar nicht schlecht. Ich dachte für einen Moment, der könnte sogar reingehen. Die Richtung stimmte. Ja, natürlich. Also ich wollte auch sagen, jetzt darf schon mal pfeifen. Vor dem Gegner habe ich Schiss. Die haben wir nämlich nie besiegt, auch nicht in der zweiten Liga. Schade, auch gut gewesen. Der Aston Villa ist unser Angstgegner, die haben wir zweimal, ja wie soll ich sagen, zweimal gehabt in der Liga letztes Jahr und zweimal verloren. Ich glaube die einzige Mannschaft, die uns zweimal wirklich besiegt hat, wo man mit 0 Punkten raus sind. Habe ich eigentlich auch nach rechts gezogen. Also heute ist auch irgendwie so ein bisschen, macht er nicht, was ich möchte. Bisschen zerfahren, das Ganze. Aber es ist nicht so, dass die Gegner jetzt auch die Mods die Chancen haben, also zum Glück nicht. Soll heißen, da ist auch noch alles dran. Das war es zwar, was ich wollte, aber hat auch nicht geklappt. Ist halt eng irgendwie, klein. Da komme ich nicht wirklich voran. Bisschen weiter, doch hoffentlich. Ja. Abseits war es auch. Ja, lass mich da. Okay. Ja, ein bisschen dünn noch der Anfang. Aber es ist noch alles drin. Nehmen auch einen Punkt im Zweifelsfall. Aber auf der anderen Seite. Yeah, it's not been a bad game at all, but nothing to split the two sides. I just wonder what will in the end. Ein Tor und es ist schon wieder mein typisches 1-0. Auch wenn für euch das vielleicht nicht das unbar spannend sein muss, aber der Erfolg zählt ja irgendwo. Ich kann ja jetzt nicht jedes Spiel 4-3 oder so machen. Wenn es ginge, würde ich es vielleicht, aber im Augenblick, ja, vielleicht ein bisschen defensiv oder zu defensiv eingestellt, das sehe ich ein. Ich mache jetzt auch mal ein bisschen hier offensiv und dann schauen wir weiter. Der kommt zwischen drei Leuten durch, oder was? Wow, dein Ernst, oder? Na, ich dachte, der hat ein bisschen mehr Platz. Der hat so angezeigt, so was, gib. Und ich dachte schon, das ist eine größere Chance. Top tackling, and he's really strong in that area. So how about Watford and their next game, Alan? They're playing Liverpool in the next match. I think they could coast home in this one. Watford ist auch nicht zu unterschätzen. Die haben ziemlich überzeugt diese Saison. Some players limbering up for the away team. Spannend, was er da oben reißen kann, die Chili. Haben wir auch noch nicht viel gesehen von ihm. Here's the shot. Oh, I thought we'd seen the breakthrough Schade. There. Nicht der beste Schuss, aber gut gehalten. Obwohl er gar nicht schlecht war, der ist ein bisschen reingechippt. Kein schlechter Schuss, aber kein guter, aber kein schlechter Schuss. There's been plenty of warming up going on and okay, now I think one of the substitutes will be brought into the game. Matthias Ginter. Shots on here. Good block.
into the attacking third. Ich dachte, das Savey bietet sich weiter an. Ja, wow. Übrigens nicht mal in die Pässe zu spielen. Well, they passed their way up into a good position here. Lag jetzt nicht an mir gerade. Lost the ball as well. Well, they've got to work hard to try and get it back. Unnötigerweise oft hängen irgendwie. Aber eigentlich auch meiner. Ja, was ist denn das für ein Ping-Pong gerade? Oder für ein Flipper? Oder? Furchtbar. Ich schon überlegt, ob ich zwei Stürmer machen soll, aber ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, oder? Halbe Stunde ist noch. Nein, es ist Watford, es sind glaube ich Fünfter oder was? Also, was soll ich eigentlich sagen? Ich kann jetzt hier nicht auf Brechstange spielen. Ich gucke trotzdem mal, ob ich was auswechseln kann. Ich wüsste jetzt aber so auf Anhieb gar nicht was. Wo ich jetzt sagen würde, das bringt es jetzt voll oder so. Savey gefällt mir halt nicht so richtig. Ich könnte vielleicht mal Callback probieren oder so. Das wäre eine Möglichkeit. Ist, glaube ich, auch der etwas offensivere. Wäre ja eine Möglichkeit. Substitution coming up. Sie haben ihn auch gleich zum Captain gemacht. Das würde ich jetzt vielleicht nicht machen, aber... Moving forward again. And Newcastle United. Well, they're building steadily here, working away. Habt ihr das Tor gesehen? Oh, Gottes Willen. Just a flash in the pan. He's a crash in the box. Der stand da aber auch ganz alleine. Oder? Habt ihr das Ding gesehen? What a good moment and a good goal for Newcastle United. It's come in from a long way out. From that angle, it's not always easy to finish. Defenders caught out by Habt ihr das gesehen? Das war ja ein Seitfalls hier. Oh mein Gott. Ja, Rashford halt, oder? Die Uff hätte, was weiß ich, wohin geballert. Der hätte gar nicht genommen, Alter. Ja, das war gut. Das war gut. 1-0. Hätte ich das mal gewusst, hätte ich sehr weit drin gelassen. Aber das kann ich ja nicht riechen. Es läuft, oder? Aber noch sind wir nicht durch. Aber es läuft. Newcastle, go in and get the ball back. Sie müssen es ja wahrscheinlich auch ein bisschen aufmachen, das können uns ja nur recht sein. Great chance! Oh, it's the post! Got to be! He's blocked up well. Pereira. Das war gar nicht schlecht, das war aus der Drehung geschossen. Ich hätte nicht gedacht, dass er noch so gefährlich wird. Da hat Rashford echt das Maximum rausgeholt. Ich hätte nicht gedacht, dass noch so viel rauskommt dabei. Jetzt wusste ich nicht wohin. News for you from Leicester, from the King Power Stadium, and Alan McInally. Eigentlich wollte ich hinter dem Mann spielen, nicht vor dem Mann. Ja, so gut. Ich gucke nochmal wegen Frische oder so. Was können wir denn noch machen? Ich hätte noch Richie anzubieten. Das finde ich eigentlich auch noch ganz gut. Tavares ist einigermaßen müde. Machen wir mal so. Ja. Vielleicht noch einen frischen Abwehrmann oder so. Thank you very much, Alan. Matt Richie. Probing away. Trying to find room for a shot, maybe. Das ist zu eng, aber die sind unter Druck, wie man sieht. Die sind unter Druck, definitiv. Wollen wir gar nicht reden. Time ticking on. Just over 15 minutes to go. And shoots! Okay, jetzt hat er seinen eigenen Männer getroffen. Ich dachte, ich ziehe mal ab. Kann man ja mal versuchen. Bailey hat einen Schuss. Good vision to be able to switch the play there. Meine Zeit ist nicht, Freunde. Stefano Akaka. Pereira into the attacking third. Oh, this is great teamwork. Kann ich mal ballern. Knocking the ball around. A timely challenge. Kovalenko. Still 1-0 here.
with the time almost up. What about klein, this impacting on their next game? Well, Newcastle United go up against Aston Villa. Ich habe sonst keine Möglichkeit, ihn aufzuhalten. Sagt mir nicht, dass er es wieder aber hat. Er war echt verletzt. Kann verzichten. Ja, wow. Es ist nicht ein Ernstspiel. Und er hatte kein Pflaster mehr. Also davon weiß ich nichts. Es ist nicht zu glauben, ehrlich. Das ist das zweite Mal jetzt. Also es läuft ja gut diese Saison, aber das muss jetzt sein, oder? Das ist das zweite Mal. Ist das Marco Reus, oder? Der war gerade verletzt. Das ist sein erstes Spiel von Anfang an seit seiner Verletzung. Und er hatte kein Pflaster, ich sag's nochmal. Und wieder hat er sich was getan. Das ist doch nicht dein Ernst, Spiel. Hoffentlich ist es jetzt nicht wieder monatelang. Wir brauchen ihn. Also das muss jetzt nicht sein. Jetzt haben wir damit die dritte Auswechslung aufgemacht. Schade, das war echt unnötig. Ist der verletzungsanfällig, Marcus Rashford, oder? Ich meine ja nur. Ich verstehe das gar nicht. Schade, das ist mein wichtigster Mann. Hot news from Anfield, Alan McAnally. It's a second goal for Liverpool. 4 minutes remain. 2-0. Oh, interesting news again from Alan McAnally. Thanks, Alan. Wir müssen gucken, dass wir ja trotzdem jetzt die drei Punkte mal mitnehmen und dann sehen wir weiter. Holy moly. That was the moment, Martin, when his clean sheet was going to be ruined. But he steps up to the mark yet again. Wonderful. It's going to go right to the wire here with this one goal lead. Ja, wow, der, ist das dasselbe? Hey, Raphael, was ist hier los? Clearly a booking, out comes the yellow card. Well, he reached straight for his pocket. He didn't really think about it, but I think that's the good call. Sie haben beide gehakelt, aber dann hat man das Gefühl gehabt, er war frustriert und hat es zu tun. Jetzt war es nach Hand, oder was? Ja, wenn die so schreien. Wenn die so schreien, schauen wir mal nach. Das machen wir ja immer in dem Moment. Also wenn sie so brüllen, weiß ich immer, dass das... Naja, ihr wisst schon, dass das irgendwas, was irgendwas passiert ist. Ja. Da, seht ihr? Vielleicht die Kamera ein bisschen drehen. Man sieht es nicht hundertprozentig, aber ja, ich denke, es ist klar, was passiert ist. Wer schießt denn jetzt überhaupt? Ich weiß gar nicht, wer ist ein guter Schütze? Kovalenko könnte wahrscheinlich, oder Shelvey wahrscheinlich oder so. Giuff könnte mal schießen, aber das lasse ich lieber. Hm. Mal gucken, was er mir vorgibt. Wahrscheinlich Shelvey. Das vielleicht macht er ihn ja diesmal rein. Ich weiß gar nicht, ob ich den Pfeil jetzt nicht mal an- oder aus habe. Naja, Shelvey schießt. Naja, es wird schon gehen. Ich glaube, der Pfeil ist an. Ich weiß gar nicht mehr. Das geht auch mal von alleine an. Naja, ich mach den aus. Das irritiert mich nur. Also, wer ist das? Das wäre das zweite Rashford-Tor gewesen. War kein guter Elfmeter, aber es war okay. So schießt sich halt meistens. War, glaube ich, sein erstes diese Saison. Ne, sein zweites. Okay. Wenn ich nichts gesagt habe. Also erfolgreich war es. Aber bei der Verletzung, jetzt bin ich mal gespannt, wie lang. Werden wir sehen. Well, this attack got a bit of menace to it. Good defending. Okay. And Newcastle have won this match. Hope you've enjoyed the game as much as we have up on the commentary gantry. And the winning team will be enjoying it, because a win's one thing, but to win playing that well, certainly in the attacking sense, that's almost the whole package, isn't it? It is. I mean, they swarmed forward, and the opposition didn't know where to look. The movement, the work rate, and then the finish.
finishing, you couldn't fault him. Also ich bin zufrieden, absolut, gegen Watford. Aber die Verletzung hätte nicht sein müssen. Es ist das erste Mal zurück von Anfang an. Hatte kein Pflaster und verletzt sich gleich nochmal. Macht einen Fallzieher oder Seitfallzieher-Tor. Und die holzen ihn um, so aus Frust oder wie man sagen will. So kommt einem das vor. Schade. Wir schauen mal die Moving forward again. Tore an. And Newcastle United. Well, they're building steadily here, working away. Ja, ja, das war ein Seitfallzieher. Rashford showing here. He's not just a flash in the pan. Was ein Türchen. He's a crash in the box. Was ein geiles Ding. Zieht's euch rein. Was für ein Hammer. Danach kurz, Pfostenschuss nochmal von ihm. Und da sogar noch eine, zeigen sie gar nicht. Da hatte ich ja noch eine Nachschusschance mit Kovalenko. Das zeigen sie gar nicht. Zeigen sie gar nicht. Und dann halt, ja, der Elfmeter. Kann man auch noch zeigen. Nur zum Komplettieren. Nichts Besonderes. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie lange. Ich hoffe nicht allzu lang. Es war dominant, muss man sagen. Also sie haben uns zwar lange geärgert, aber wirklich besiegt haben sie uns nicht. Rashford die 8,5. Ja, toll. Super. Keine Ahnung. Ja, aber ich glaube, dieses, welches, werdet ihr in der nächsten Folge mit mir zusammen erfahren. Also wie lange verletzt. Und ja, da sehen wir uns dann wieder. Und bis dahin. Tschüss.